Magnificenz, meine Damen und Herren, der Satz der Identität lautet nach einer geläufigen Formel A gleich A. Der Satz gilt als das oberste Denkgesetz. Diesem Satz versuchen wir für eine Weile nachzudenken. Denn wir möchten durch den Satz erfahren, was Identität ist. Wenn das Denken von einer Sache angesprochen dieser nachgeht, kann es ihm geschehen, dass es sich unterwegs wandelt. Darum ist es ratsam, im Folgenden auf den Weg zu achten, weniger auf den Inhalt. Beim Inhalt recht zu verweilen, verwehrt uns schon der Fortgang des Vortrags. Was sagt die Formel A gleich A, in der man den Satz der Identität darzustellen pflegt? Die Formel nennt die Gleichheit von A und A. Zu einer Gleichung gehören wenigstens zwei. Ein A gleicht einem anderen. Will der Satz der Identität solches aussagen? Offenkundig nicht. Das Identische, lateinisch idem, heißt griechisch to auto. In unsere deutsche Sprache übersetzt heißt to auto dasselbe. Wenn einer immerfort dasselbe sagt, zum Beispiel die Pflanze ist Pflanze, spricht er in einer Tautologie. Damit etwas dasselbe sein kann, genügt jeweils eines. Es bedarf nicht ihrer zwei, wie bei der Gleichheit. Die Formel A gleich A spricht von Gleichheit. Sie nennt A nicht als dasselbe. Die geläufige Formel für den Satz der Identität verdeckt somit gerade das, was der Satz sagen möchte. A ist A. Das heißt, jedes A ist selber dasselbe. Während wir das Identische in dieser Weise umschreiben, klingt ein altes Wort an, wodurch Platon das Identische vernehmlich macht. Ein Wort, das auf ein noch älteres zurückdeutet. Platon spricht im Dialog Sophistes 254d von Stasis und Kinesis, von Stillstand und Umschlag. Platon lässt an dieser Stelle den Fremdling sagen, ukun auton hekaston toin mendioin heteron estin, auto Deher auto tauton. Übersetzt, nun ist doch von Ihnen jedes der beiden ein anderes, selber jedoch ihm selbst dasselbe. Platon sagt nicht nur hekaston auto tauton, jedes selber dasselbe, sondern hekaston he auto tauton. Jedes selber ihm selbst dasselbe. Der Dativ heauto bedeutet, jedes etwas selber ist ihm selbst zurückgegeben. Jedes selber ist dasselbe, nämlich für es selbst, mit ihm selbst. Unsere deutsche Sprache verschenkt hier, gleich wie die griechische, den Vorzug, das Identische mit demselben Wort, aber dies in einer Fuge seiner verschiedenen Gestalten zu verdeutlichen. Die gemäßere Formel für den Satz der Identität A ist A sagt demnach nicht nur, jedes A ist selber dasselbe,
Sie sagt vielmehr, mit ihm selbst ist jedes A selber dasselbe. In der Selbigkeit liegt die Beziehung des Mit, also eine Vermittlung, eine Verbindung, eine Synthesis, die Einung in eine Einheit. Daher kommt es, dass die Identität durch die Geschichte des abendländischen Denkens hindurch im Charakter der Einheit erscheint. Aber diese Einheit ist keineswegs die fade Lehre dessen, was in sich beziehungslos, anhaltend auf einem Einerlei beharrt. Bis jedoch die in der Identität waltende, frühzeitig schon anklingende Beziehung desselben mit ihm selbst als diese Vermittlung entschieden und geprägt zum Vorschein kommt, bis gar eine Unterkunft gefunden wird für dieses Hervorscheinen der Vermittlung innerhalb der Identität, braucht das abendländische Denken mehr denn 2000 Jahre. Denn erst die Philosophie des spekulativen Idealismus stiftet, vorbereitet von Leibniz und Kant, durch Fichte, Schelling und Hegel, dem in sich synthetischen Wesen der Identität eine Unterkunft. Diese kann hier nicht näher gezeigt werden. Nur eines ist zu behalten. Seit der Epoche des spekulativen Idealismus bleibt es dem Denken untersagt, die Einheit der Identität nur leer als das bloße Einerlei vorzustellen und von der in der Identität waltenden Vermittlung abzusehen. Wo solches geschieht, wird die Identität nur abstrakt vorgestellt. Auch in der verbesserten Formel A ist A kommt allein die abstrakte Identität zum Vorschein. Kommt es dahin? Sagt der Satz der Identität etwas über die Identität aus? Nein. Wenigstens nicht unmittelbar. Der Satz setzt vielmehr schon voraus, was Identität heißt und wohin sie gehört. Wie erlangen wir eine Auskunft über diese Voraussetzung? Der Satz der Identität gibt sie uns, wenn wir sorgsam auf seinen Grundton hören, ihm nachsinnen, statt nur leichtsinnig die Formel A ist A daher zu sagen. Eigentlich lautet sie A ist A. Was hören wir? In diesem Ist sagt der Satz, wie jegliches Seiende ist, nämlich es selber mit ihm selbst dasselbe. Der Satz der Identität spricht vom Sein des Seienden. Als ein Gesetz des Denkens gilt der Satz nur, insofern er ein Gesetz des Seins ist, das lautet, zu jedem Seienden als solchen gehört die Identität, die Einheit mit ihm selbst. Was der Satz der Identität aus seinem Grundton gehört, aussagt, ist genau das, was das gesamte abendländisch-europäische Denken denkt, nämlich dies, die Einheit der Identität bildet einen Grundzug im Sein des Seienden. Überall, wo und wie wir uns zum Seienden jeglicher Art verhalten, finden wir uns von der Identität angesprochen.
spräche dieser Anspruch nicht, dann vermöchte es das Seiende niemals in seinem Sein.